Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um den Auftritt von Sarah Wagenknecht bei Maischberger und wie sich dieser Auftritt wahrscheinlich auf die politische Lage auswirkt. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt mit Sarah Wagenknecht und etwas davor, wie die Leute schon kommentieren, wie die Diskutanten, die bei Maischberger immer eingeladen sind, wie sie Wagenknecht einschätzen. Danach das Interview mit Maischberger. Knecht, das ist jetzt ein bisschen unangenehm sozusagen. Sie sitzt schon hier, da, ja. Ein Urteil abzugeben, wie so eine Haltungsnote. Aber Frau Wagenknecht ist eine politische Ausnahmeerscheinung in Deutschland, würde ich sagen. Eine Ausnahmepolitikerin, das werden wir auch gleich wieder erleben. Zugleich habe ich bislang bei ihr nicht gesehen, dass sie über die große integrative Kraft verfügt, die es, glaube ich, braucht, um so eine Bewegung in eine Partei umzuwandeln. Sie hat es schon einmal mit Aufstehen versucht, da ist sie damit gescheitert, das wirklich erfolgreich aufzubauen. Wenn es dann anders kommen sollte, möchte ich mich dann gerne verbeugen. Wenn es doch klappt, letztes Mal hat es nicht geklappt. Ein Punkt vielleicht noch. Die letzten zwei Parteien, die in Deutschland gegründet wurden, waren aus Themen geboren. Das waren die Grünen und die AfD. Jetzt kann man zu den jeweiligen thematischen Positionen stehen, man will. Diese Partei ist aus einer Person geboren. Und das halte ich für die ungleich dünnere Basis, auf der das Ganze passiert. Bei allem Respekt vor Frau Wagenknecht. Aber kombiniert natürlich mit Sachthemen. Und diese Repräsentationslücke, die wir im Grunde haben, aus der Kombination von extrem links und extrem rechts, das gibt es noch nicht. National und sozialistisch, würden Sie das so sagen? Entschuldigung, und national? Ich würde sagen national und sehr konservativ oder links und sehr konservativ, wenn es das überhaupt zusammenzufügen gibt. Und das in Kombination, wir haben ja in Frankreich erlebt mit Mélenchon, mit Macron und so weiter. Es gibt ja offensichtlich durchaus diese Situation, dass wir nicht nur bei Hollywood-Stars auf einzelne Personen fokussieren, sondern eben auch in der Politik. 16 Bundesländer braucht eine Partei dann am Ende, um bundesweit dann auch erfolgreich zu sein. Wofür steht die Partei, die Sarah Wagenknecht gründen möchte, fragen wir Sie selbst. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht. Schönen guten Abend. Bleiben Sie bitte sitzen. Heute stehen alle auf. Hallo Frau Wagenknecht. Weil wir gerade sehr viel über Israel gesprochen haben und diesen Satz, der ja von Merkel einmal geprägt wurde, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Würden Sie das unterschreiben? Ja, selbstverständlich. Also wir haben die Verantwortung, das Existenzrecht von Israel ohne Wenn und Aber zu verteidigen, zu unterstützen, auch allem, was antisemitisch ist, entgegenzustehen. Mhm. Überhaupt keine Frage. Nur heißt das natürlich nicht, dass wir deswegen alles gut finden müssen, was die israelische Regierung macht. Also viele Israelis kritisieren ja auch massiv die Regierung, weil sie sagen, das, was jetzt dort in Gaza passiert, das spitzt den Konflikt zu. Also es ist ja so, natürlich die Hamas ist eine barbarische islamistische Terrororganisation. Mhm. Aber wir müssen natürlich schon darüber reden. Und ich finde richtig, was der UN-Generalsekretär gesagt hat. Dieser Konflikt ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Und es ist schon eine Frage, wie konnte eine solche terroristische Organisation so viel Rückhalt bekommen? Mhm. Und das hat sie auch deshalb, weil die Interessen der Palästinenser seit Jahren, seit Jahrzehnten mit Füßen getreten werden. Von der Hamas? Nein, natürlich nicht von der Hamas, sondern dadurch, dass Israel, die israelische Regierung, eben die Zwei-Staaten-Lösung absolut nicht will, dass sie die Siedlungspolitik vorantreibt und dass dadurch, ich meine, dadurch ist ja zum Beispiel die PLO, die es ja mal als säkulare Organisation der Palästinenser gab, immer schwächer geworden und die Hamas verdankt diesem Konflikt ihren Aufstieg. Mhm. Und was ich eben wirklich nicht verstehe, ist, dass aus Fehlern nicht gelernt wird. Also, dass man islamistischen Terrorismus mit Krieg nicht schwächt, sondern stärkt, das haben wir ja nun schon in vielen anderen Konflikten erlebt. Also, ich erinnere an Afghanistan. Ja, bleiben wir bei Israel, weil die Frage ist ja wirklich die, dass, wenn man in die Geschichte guckt, hat Israel alles Mögliche gemacht. Also von Friedenszeiten, von Besatzung, von Unterdrückung bis eben hin aber auch zur ausgestreckten Hand. In der jetzigen Situation sind Sie für einen Waffenstillstand? Ich bin dafür, also nicht mit der Hamas zu verhandeln, aber mit den palästinensischen Organisationen, die nicht islamistisch sind. Und ich bin dafür, dass man versucht, auf den Weg einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen, weil ich fest überzeugt bin, diese furchtbaren Bombardierungen, am wenigsten wird wahrscheinlich die Hamas davon getroffen, die ist in ihren Tunneln eingegraben, sondern also das sind hauptsächlich Zivilisten. Ich meine, das sind zigtausend Menschen und da leben ja 2 Millionen Menschen, die Hälfte sind Kinder. Wenn man so vorgeht, schürt das Hass. Und Hass ist genau der Boden, den Organisationen wie die Hamas brauchen. Also man hilft ihr am Ende.
Ja, also ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Wir werden heute, Frau Wanknecht, Ihr Parteiprogramm nicht besprechen können, weil es gibt's noch nicht. Aber wenn Sie uns bitte die Liebe tun wollen, ein paar Positionen, bisschen wie beim Wahl-O-Mat, wo das ja auch immer abgefragt wird, mit Ja oder Nein zu beantworten, dann wissen wir ein bisschen, wohin Sie gehen. Sollte die AfD verboten werden? Also ich halte es für völlig falsch zu glauben, dass man so rechte Positionen bekämpft. Wir müssen uns politisch mit der AfD auseinandersetzen. Also nein, Sie wissen, beim Wahl-O-Mat kann man Ja oder Nein antworten. Ja, aber Sie stellen dann immer Fragen, die man wahrscheinlich nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. So schließt beim Wahl-O-Mat eine großartige Einrichtung, um zumindest so ein bisschen Überblick zu bekommen. Sollten Wölfe zum Abschuss freigegeben werden? Hochumstrittene Frage. Also ich glaube, man muss sich wirklich angucken, in welcher Größenordnung sich das bewegt. Weil ich verstehe, dass Landwirte, die eine Schafsherde haben, also zutiefst entsetzt sind und auch ihr Persönliches richtig massiv geschädigt. Was macht denn Ihre Partei dann? Für oder gegen Abschuss? Kommt auf die Größenordnung an und wie häufig solche Dinge passieren. Die nächste ist einfach. Wahlalter auf 16 senken. Nein. Geht doch. Legalisierung von Cannabis. Ja. Sollte es ein generelles Verbot von Werbung für Abtreibung geben? Ja, was heißt Werbung für Abtreibung? Also es wird ja unterstellt, dass Gynäkologen, die sagen, dass sie das machen, dass sie damit Werbung betreiben. Das ist natürlich Unsinn. Also okay, also kein Verbot. Sinnvoll, dass das gemacht wird. Bis zu 3 Monaten, finde ich, das ist in Deutschland ja Tempolimit so legal. Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Das ist einfach, Frau Wanknecht. Das ist wirklich mit Ja oder Nein zu beantworten. Also, na gut, da kommt es nur auf die Geschwindigkeit an. Ich finde, 130 kann man vertreten. 130? Solidaritätszuschlag für alle abschaffen? Nein, weil es sind jetzt wirklich die absoluten Besserverdiener, die noch zahlen. Sollte Deutschland eine WM in Saudi-Arabien boykottieren? Ich glaube, dass der Boykott von Sportereignissen wirklich nicht dazu beiträgt, irgendwas politisch zu lösen. Auch wenn wir dieses Regime dort wirklich zutiefst unsympathisch ist. Also eher nein. Sollte Deutschland aus der EU austreten? Ich wünsche mir eine andere EU. Und ich glaube, dafür sollten wir uns einsetzen, dass nicht immer mehr Macht in Brüssel konzentriert wird, sondern dass es eine gute Zusammenarbeit der europäischen Länder gibt. Und bis das wäre aber eine andere EU. Bis es soweit ist, austreten oder nicht? Na, man kann meistens Organisationen besser dadurch verändern, dass man in ihnen ist, als nicht wenn man draußen ist. Sollte Deutschland aus der NATO austreten? Da gilt das Gleiche. Wir brauchen ein defensives Verteidigungsbündnis. Wir brauchen eins, das versucht zumindest, Abrüstung zu befördern, Interessenausgleich und nicht eins, das zur Aufrüstung verpflichtet und eher auf Kollisionskurs ist, zumal die Führungsmacht der NATO eben auch wenig Rücksicht auf ihre Verbündeten oft nimmt. Es ist jetzt viel geschrieben worden über die Frage, was das für eine Partei inhaltlich ist. Wer entscheidet denn am Ende über diese Fragen und was davon im Parteiprogramm dann drin ist und was nicht? Sie? Ja, es gibt in Deutschland keine Partei, wo ein Mensch alleine entscheidet. Aber natürlich. Im Moment gibt es nur eine, die ihren Namen trägt. Das ist ihre. Trotzdem gilt ja das Parteienrecht. Und das Parteienrecht sagt natürlich, am Ende werden Parteitage und es werden Vorstände darüber entscheiden. Ist doch völlig klar. Mhm. Aber natürlich ist es das Anliegen dieser Partei, eine bestimmte Programmatik und einen bestimmten Inhalt zu vertreten, der meines Erachtens in unserer Politik fehlt. Ich meine, warum fühlen sich denn so viele Menschen von den meisten von allen Parteien nicht mehr vertreten? Weil es eigentlich für jemanden, der sich wünscht, dass Vernunft in die Politik zurückkehrt, dass wir etwas dafür tun, dass wir unsere wirtschaftlichen Stärken behalten, dass es aber gleichzeitig auch mehr soziale Gerechtigkeit gibt, dass unsere Kultur, dass das, was den Menschen auch wichtig ist, geachtet wird. Wer alles das wichtig findet, der kann CDU, SPD und Grüne, alles, was Sie jetzt gesagt haben, Vernunft, eine starke Wirtschaft, dass wir soziale Gerechtigkeit haben, sagen doch alle Parteien, wo ist der Unterschied? Es geht ja nicht darum, was Sie sagen, es geht darum, was Sie tun. Ja. Und ich meine, ich finde ja auch zum Beispiel wunderbar, die SPD beschließt jetzt oder hat zumindest einen Antrag auf ihrem Parteitag, 95% der Menschen sollen steuerlich entlastet werden. Ja, in der realen Politik haben wir eine Koalition, da stellt die SPD den Kanzler, die wird im nächsten Jahr die steuerliche Belastung der Menschen nochmal um 23 Milliarden Euro erhöhen, dann in einer Situation, wo viele Leute schon nicht mehr wissen, wie sie über den Monat kommen. Dann müssen Sie alleine regieren am Ende. Nochmal die Frage, Frau Wagenknecht, wird denn die Partei jetzt ihren Namen weiterhin im Titel dann haben? Weil es gibt ja im Moment nur den Verein.
Also für eine Übergangszeit werden wir das aufrechterhalten, weil es ist ein Problem neuer Parteien, also schon mal ganz schlicht, sie müssen auf dem Wahlzettel gefunden werden. Das ist nicht so ganz banal, der ist nämlich ganz lang und wir stehen ganz unten. Für die Übergangszeit wird es so sein. Aber ich finde eigentlich viel wichtiger, darüber zu reden, was sich in Deutschland verändern muss. Also wir können doch nicht so weitermachen. Die Menschen spüren doch, wie viel nicht mehr funktioniert, dass wir tatsächlich ganz akute Probleme haben. Also es ist ja nicht nur, dass kaum ein Zug pünktlich fährt, dass der Kassenpatient Monate wartet, ehe er einen Facharzttermin bekommt, sondern das sind ja auch wirklich noch viele, viele andere Probleme. Zigtausende Wohnungen fehlen, Lehrer fehlen, Kitas fehlen. Alles richtig. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Migration. Und ehrlich gesagt, Herr Koll, ich wundere mich ein bisschen, wenn Sie jetzt sagen, ich sei hier rechtsextrem. Also bitte, ich meine, ich habe das zwar schon vor ein paar Jahren gesagt, das stimmt, aber inzwischen haben doch die meisten eingesehen, dass wir diese unkontrollierte Zuwanderung dann ganz so konkret, nicht aufrechterhalten können. Wie würden Sie es denn machen? Asylverfahren in Afrika? Ich halte tatsächlich es für sinnvoll, wenn man in Drittstaaten, die als sichere Drittstaaten gelten, Asylverfahren macht. Weil auch in Afrika? Ja, also natürlich auch in Afrika, weil es kann doch nicht sein, dass die Schleuser darüber entscheiden, wer nach Europa kommt. Also wer wirklich Asylanspruch hat, der sollte einen sicheren und legalen Weg nach Europa haben. Wer keinen Asylanspruch hat, der sollte keinen haben. Aber wir müssen natürlich auch, weil immer Afrika gesagt wird, also die Wahrheit ist doch, wo kommen denn die meisten her, die zurzeit nach Deutschland kommen? Von den Asylbewerbern kommt der allergrößte Teil, über ein Drittel, aus Syrien, aus einem einzigen Land. Und da nützt es natürlich nichts, wenn man irgendwie sichere Verfahren in Ruanda macht. Also das ist ja ein bisschen auch am Thema vorbei. In der Tat, würden Sie die Menschen nach Syrien zurückschicken, wenn die zum Beispiel hier abgeschoben werden sollen? Ja, die Frage ist doch, warum kommen so viele Leute aus Syrien? Syrien war schon immer eine Diktatur. Früher kamen aus Syrien, noch vor 10 Jahren kamen kaum Asylbewerber. Ja. Es kamen ganz wenige, die wirklich politisch verfolgt waren. So, und dann hat dort ein Bürgerkrieg stattgefunden, bei dem der Westen durchaus einen Anteil hatte. Zusammen also mit der Islamische Staat war ein Ergebnis des Irakkrieges. Ja. Also wir sind da nicht schuldlos. Und nach dem Bürgerkrieg wurde und wird Syrien mit massiven Sanktionen an jedem Wiederaufbau gehindert. Also ich bin schon dafür, nein, die Leute Sie können nicht alle hierher kommen, aber wir sollten auch etwas dafür tun, dass zu Hause bei Ihnen irgendwo wieder Perspektiven entstehen. Frau Wagenknecht, alles, was Sie sagen, sagen andere Parteien auch. Und die sind aber größer. Die haben sozusagen eine ganz große personelle Möglichkeit, das auch umzusetzen oder es zumindest zu versuchen. Wie groß soll Ihre Partei werden? Wer macht denn noch alles mit? Also wir haben jetzt die ehemalige linke Fraktionsvorsitzende gesehen. Ist Ihr Mann dabei? Es sind doch prominente Namen wie Alice Schwarzer dabei. Es werden ganz viele dabei sein. Also seit wir gestartet sind, bin ich kaum in der Lage, irgendwie mein E-Mail-Fach auch nur grob durchzugucken, weil tausende Mails gekommen sind von Menschen, die sagen, sie wollen dabei wollen sein. Sie die wollen alle ganz alleine durchgucken? Nein, ich werde die auch nicht alleine. Wir sind natürlich schon ein gewisser Kreis von Leuten. Also das ist ja jetzt schon, sind wir über 100 und natürlich werden wir auch wachsen und sehr viel mehr werden. Wir werden uns trotzdem angucken müssen, natürlich, das ist ja auch angesprochen worden, wer Mitglied werden kann. Wir wollen nicht Leute drin haben, die Extremisten sind. Wir Wie wollen machen nicht Sie das Leute denn? Das ist ein Zitat von Ihnen. Sie haben gesagt, das ist ein Sammelbecken natürlich auch. Sie wollen verhindern, das wird nicht einfach, denn eine Möglichkeit, den einen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, die wirklich engagiert, couragiert unterstützen wollen, aber natürlich auch, das ist das, worauf ich hinaus wollte, Spinner, Extremisten draußen zu halten. Wie schaffen Sie das, Frau Wagenknecht? Checken Sie bei jedem, der mitmachen will, den Insta-Account X oder wie? Gucken Sie auf die Gesinnung? Naja, was heißt auf die Gesinnung? Wir müssen am Anfang, wir werden langsam wachsen, was die Mitgliedschaft angeht. Da muss ich auch um Verständnis bitten, weil wir einfach bei anderen Parteien sehen, junge Parteien sind oft auch ein Anziehungspunkt für Leute, die Spinner und Extremisten, wie Sie sie nennen. Sicher auch. Und natürlich muss man deswegen gucken, wer reinkommen kann. Und das heißt, es wird das? Verschiedene Stufen geben. Ja, Parteien können sich nach dem Parteienrecht durchaus angucken, wer Mitglied wird. Und das wird dann eben langsam gehen, wenn man Menschen kennenlernt und die meisten, die zu uns kommen, die wollen sich ehrlich engagieren und die werden auch die Chance dafür haben. Mhm. Aber natürlich müssen wir das sehen, weil ich sehe auch bei anderen Parteien, wie stark sich Parteien verändern können. Ich meine auch Herr Lucke und Herr Henkel, die mal die AfD gegründet haben, haben sich nicht
werden sich wahrscheinlich heute nicht mehr im Spiel angucken können dafür, was sie da tatsächlich jetzt an einer Partei oder was aus dieser Partei geworden ist. Sie hat sich sehr, sehr stark verändert, ist eine ganz andere Partei. Mhm. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ich glaube, dass wir einfach auch so viele, und das merke ich ja schon, ganz normale Leute, die im Leben stehen. Und da ist das Spektrum breit. Da ist die alleinerziehende Mutter, die jetzt, wenn sie bei Aldi einkauft, eigentlich sich ständig überlegen muss, was sie noch in den Einkaufswagen legen darf und kann und bezahlen kann, bis hin zu dem Handwerksmeister oder selbst dem Mittelständler, die alle sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen endlich auch wieder eine Politik haben, die ein bisschen durchdacht ist, die Konzepte hat, die einen Plan hat und nicht so erratisch. Ich meine, Sie haben eben gesagt, die sagen das alle, was ich sage. Ja, aber sie machen es doch nicht. Ich meine, jetzt hat ein Flüchtlingsgipfel bis in die Nacht gestritten, wie man die Kosten irgendwie hin und her schiebt. Aber dass man die Zahlen wirklich reduziert, und das geht auch auf nationaler Ebene, da ist so gut wie gar nichts passiert. Sie meinen, die Grenzen sichern solche Dinge? Naja, ich meine, naja, die Grenzen ist das eine, aber das andere ist tatsächlich auch das Signal auszusenden, dass eben nicht jeder, der nach Deutschland kann, so ist es ja zurzeit, das ist ja der hauptsächliche Faktor, dass jeder eigentlich, der einmal hier ist, eine sehr große Chance hat, hier zu bleiben. Mhm. Und das können wir nicht. Wir schaffen es nicht. Und Herr Wüst hat ja heute genannt, die Zahl, also pro Asylbewerber, pro Geflüchteten, kostet das real den deutschen Staat 20.000 Euro pro Jahr. Das sind auf den Monat gerechnet 1.700 Euro. Erklären Sie mal einer Rentnerin, die ihr Leben lang hart gearbeitet hat, die zwei Kinder großgezogen hat, die von einer Rente von 1.700 Euro nur träumen kann, diese Ausgaben, so, das können Sie nicht mit erklären. Mit der migrationskritischen Haltung, die Sie ja haben, in Ihrer Partei ja deshalb so stark angeeckt. Das hier war ein schmerzhafter Moment, den wir uns noch mal anschauen. Das war 2016, Parteitag. Und Sie werden auch täglich angegriffen. Das war nur eine Torte, aber schlimm genug. Das war ein auf dem Höhepunkt auch einer Debatte, die Sie ja ausgelöst haben, eben mit Positionen, die der Rest der Linken, jedenfalls in der Spitze, nicht geteilt hat. War das der Moment eigentlich, wo Sie gedacht haben, in dieser Partei, da gehöre ich nicht mehr hin? War das der Entfremdung? Das war ja nicht, das war damals nicht von der Linken irgendwie organisiert. Das war eine Gruppe in der Linken. Damals war die Mehrheit schon noch ein bisschen anders aufgestellt. Die Partei hat sich schon seitdem auch noch stark verändert. Also in vielen Punkten. Also da ist die Migrationsfrage, da geht es aber auch um andere Fragen, welche Gewichtung, welche Themen haben, ob man eben in erster Linie Politik für bestimmte kleine, radikale Milieus machen möchte oder eben doch für die breite Bevölkerung. Also da gab es eine ganze Reihe. Was ist denn ein kleines, radikales Milieu? Naja, also zum Beispiel diejenigen, die sich auf die Straße kleben. Also ich will ja jedem jungen Menschen zubilligen, dass er eine ehrliche Absicht hat. Aber ehrlich gesagt, dann wird man eben auch nur von kleinen radikalen Milieus gewählt, wenn man vor allem sich dafür engagiert. Und ich halte das für falsch. Das haben Sie geschrieben. Sie sind jetzt ausgetreten aus der Linkspartei, aber Sie wollen das Mandat behalten. Es gibt einige, die das nicht gut finden. Und dieser hier, der diese Partei, die Linke, mitgegründet hat, mit aus der Taufe gehoben, ist dagegen. Das ist Gregor Gysi. Wenn man jetzt eine neue Partei gründet und diese verlässt, darf man die Mandate nicht mitnehmen. Weil man ist ja nicht gewählt worden, um die Linke kaputt zu machen, sondern man ist ja für die Linke gewählt worden. Was antworten Sie, Gregor Gysi? Wollen Sie die Linke kaputt machen? Also ich muss sagen, es ist auch immer wieder was anderes, was mir vorgeworfen wird. Erst wurde mir vorgeworfen, weil ich in der Linken bleibe, mache ich sie kaputt. Und jetzt wird gesagt, weil ich ausgetreten bin, mache ich sie kaputt. Und was das Mandat angeht, ich meine, ich wurde ja... Also Sie wollen sie nicht kaputt machen? Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine starke Linke in diesem Land haben, dass die Linke die Menschen erreicht, überzeugt, dass sie gerade bei der Politik, die die Ampel macht, dass ihr die Herzen zufliegen. Mhm. Aber dann hätte sie sich ganz anders aufstellen müssen. So, und was das bedauere ich, das tut auch irgendwo weh. Also ich habe mich ja lange Zeit in dieser Partei engagiert. Ist ja jetzt nicht so, dass man das sie mal eben so wegwirft. Sie sind 1989 im Jahr des Mauerfalls sozusagen damals in die SED gegangen. Sie wissen, wovon Sie reden. Das ist die Partei, die quasi ihr ganzes politisches Leben mitgeprägt hat. Und Gregor Gysi hat jetzt gefordert, dass Sie das Mandat abgeben sollen, denn Sie haben es nicht direkt gewonnen, sondern Sie sind wie die anderen 10, die jetzt ausgetreten sind, über Landeslisten der Linkspartei hineingekommen. Und er sagt, wenn Sie die jetzt behalten, diese Mandate, dann beginnen Sie Ihre Neugründung mit einem höchst unmoralischen Diebstahl.
Also erstens weiß Gregor Gysi, dass in Deutschland das freie Mandat gilt. Aber ich finde, dass ich auch ein moralisches Recht habe. Weil wir haben, gerade als diese ganze Debatte über die Mandate und Rückgabe der Mandate lief, ganz viele Menschen geschrieben. Und die haben mir gesagt, wenn sie ihr Mandat zurückgeben, dann wollen sie auch ihre Stimme zurück. Weil sie haben die Linke auch wegen mir gewählt. Also, aber das Direktmandat haben sie nicht gewonnen. Das muss man dazu sagen, anders als Gregor Gysi. Ich bin ja gar nicht in einem Direktwahlkreis aufgestellt worden, weil mein Wahlkreis, den ich vorher immer hatte in Düsseldorf, der Kreisverband wollte mich nicht mehr haben. Also ich konnte gar kein Direktmandat bis gewinnen. Bis dahin haben sie es auch nie gewonnen. Aber also einfach nur, um Gregor Gysi zu erklären, trotzdem der sagt, ich wurde habe es die immer Linke, glaube ich, nicht zuletzt auch wegen Positionen, ich will das jetzt gar nicht an mir als Person festmachen, aber auch wegen Positionen gewählt, wie sie viele von denen, die jetzt mit mir gekommen sind oder alle und auch ich persönlich vertreten. Also das, was wir als Schwerpunkt setzen, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft, Frieden oder auch Meinungsfreiheit, das ist schon auch ein Grund gewesen, warum Menschen auch die Linke gewählt haben. Insoweit finde ich diese Debatte wirklich nicht sehr sinnvoll. Ich glaube, jetzt geht jeder seiner Wege. Und ich meine, die Linke hat ja jetzt die Chance. Sie kann sich eigenständig aufstellen. Ja. Sie kann ihren Weg gehen. Und ich werde sie auch nicht mehr kritisieren. Das aber ist Sie jetzt nehmen eine vielleicht andere. Jemanden, der für die Linke Ministerpräsident ist, in Thüringen wichtige Stimmen weg. Und der kämpft nächstes Jahr gegen die AfD. Also werden Sie dort antreten gegen Bodo Ramelow? Wir streben an, in den Landtagswahlen anzutreten, natürlich. Ich finde aber diese Debatte auch ein bisschen. Ich meine, Höcke steht bei über 30%. Ja. Man sollte doch irgendwie darüber reden, warum in Thüringen zum Beispiel so viele Menschen eine Partei wählen, an deren Spitze in Thüringen wirklich ein Rechtsradikaler ist. Ich verstehe, ist. Aber wenn Herr Und das Ramelow ist doch dann das nicht Kernproblem. Mehr, wenn Herr Ramelow dann die Stimmen dann genau fehlen, die er gebraucht hätte, ja, wir haben ja jetzt auch, ich meine, wir gehen doch immer mehr in Richtung Unregierbarkeit. Also es ist ja jetzt schon so, dass es im Grunde, es ist ja eine Minderheitenregierung, die toleriert wird. Das ist auch nicht gerade einfach. Aber wie gesagt, ich finde, wir sollten eher darüber reden, warum ist eigentlich die AfD so stark? Ja, nee, ich bleibe bei der Unregierbarkeit. Also wenn es noch unregierbarer wird, ist es auch okay. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die jetzt auf der einen Seite gar nicht mehr wissen, wen sie wählen wollen, sollen, oder die aus Verzweiflung, aus Frust, aus Verärgerung AfD wählen, aber nicht, weil sie deren Positionen gut finden, sondern weil sie einfach der Regierung zeigen wollen, wie unzufrieden sie sind. Ich möchte, dass diese Menschen wieder eine seriöse Adresse haben. Deswegen treten wir an. Dann gucken wir doch, was passiert. Auch im nächsten Jahr mit den Landtagswahlen im Osten. Danke sehr für den Besuch. Wie war der Ablauf der Sendung? Sehr lange ging es um das Thema Asyl und Flüchtlinge. Es wurde dann Cem Özdemir von den Grünen befragt. Er durfte dann Werbung machen, wie konservativ doch die Grünen jetzt das Problem lösen wollen. Es ist auffällig, dass schon lange die Medien bei dem Thema darauf hinarbeiten, dass eine Veränderung stattfindet. Auffällig ist bei der vielen Zeit, die darauf verwendet wird, dass beispielsweise eine Aufarbeitung von Corona gar nicht stattfindet. Oder Vorgänge, dass Michael Ballweg unschuldig in Haft kam oder bei Tino Chrupalla, dass die Staatsanwaltschaft einen Blutfleck verheimlicht hat. Dass die Presse darüber berichtet hat, im Blut wäre nichts gefunden worden, was nahelegt, dass Tino Chrupalla simuliert, wobei das auch keine Aussagekraft hat, ob im Blut was gefunden wird, weil es Gifte gibt, die sich schnell auflösen. Natürlich dann auch gezielt solche Gifte eingesetzt werden, damit sie nicht nachweisbar sind. Also alles unternommen wurde, das Thema irgendwie auszusitzen, bis zu viel Zeit vergeht und man das Thema unter den Tisch kehren kann. Das alles, weil wegen einer akuten Bedrohungslage ein bis zwei Wochen vor zwei wichtigen Landtagswahlen nicht auftreten konnte, wurde auch nicht thematisiert, auch nicht aufgearbeitet. Man möge sich vorstellen, wenn das Annalena Baerbock oder sonst wen betroffen hätte, ist ja in den Schlagzeilen ganz oben. Stattdessen wird nur ewig die Asylpolitik in den Mittelpunkt gestellt, um die Parteien dazu zu zwingen, jetzt etwas anderes zu machen. Weil die Medienvertreter sehen, okay, die Leute, die bekommen es mit den Flüchtlingen, den Leuten gefällt das nicht, wir können das nicht verheimlichen, deswegen muss sich was ändern. Zum Ende der Sendung kam dann Sarah Wagenknecht. Was war jetzt bei dem Interview auffällig? Die Positionen, die Sarah Wagenknecht vertreten hat, waren alles eigentlich im Grunde AfD-Positionen. Eigentlich fast deckungsgleich. Es waren vernünftige Positionen, wie wahrscheinlich die meisten AfD-Vertreter sie ganz genauso vertreten würden. Über alle Themenbereiche hinweg, außer beim Tempolimit. Das gilt in Wahrheit auch für die Sozialpolitik. Weil in der Sozialpolitik maßgeblich ist, wie viel die Leute für Energie bezahlen müssen. Und hier ist die Position von Wagenknecht und AfD ebenfalls deckungsgleich. Sarah Wagenknecht bekennt sich zur Marktwirtschaft und dass große Konzerne wie Google oder überhaupt, dass man Kartelle verhindern muss, das ist, denke ich, in Wahrheit auch AfD-Position. Natürlich gibt es wahrscheinlich in manchen Bereichen Unterschiede,
aber ich denke nicht, dass sie besonders relevant sind. Jedenfalls nicht in der Praxis. Ich glaube, dass das Argument, dass Sarah Wagenknecht eine Kommunistin ist, dass es nicht zutrifft. Sondern die Probleme von Sarah Wagenknecht, sie liegen ganz woanders. Und zwar ist das Problem aus meiner Sicht das, dass es die alternativen Positionen in Wahrheit schwächt und nicht stärkt. Warum mache ich offen Werbung für die AfD? Ich bekomme von der AfD rein gar nichts. Ich bekomme keinen Cent. Warum mache ich diese Unterstützung mit dem Kanal? Weil aus meiner Sicht die AfD eine Kraft ist, die tatsächlich was bewegt. Man kann sagen, das und das ist schlecht und die Regierung ist blöd und überhaupt ist alles blöd. Und ja, und so ist es. Aber was verändert das? Aus meiner Sicht ist es so, man muss dankbar über das sein, was es gibt. Und die AfD, viele AfDler haben seit 2013 oder auch schon davor, haben wahrhaftig Position bezogen. Und sie haben über die ganzen Jahre bis 2023 bei wichtigen Positionen standgehalten. Sie sind nicht umgekippt, sondern sind eine Alternative geblieben. Das gilt jetzt für die Waffenlieferungen, das gilt für die Migrationspolitik, für die Energiepolitik, für alle wichtigen Themen. Es war natürlich nicht perfekt, bei Corona hat man vielleicht etwas Zeit gebraucht, aber aus meiner Sicht ist der Wille zu einer konstruktiven Politik, zu einer unabhängigen, ehrlichen Politik, ungelenkt von höheren Interessen, also dass man versucht, es den Medien recht zu machen, das war bei der AfD nicht der Fall. Und entsprechend wurden sie dämonisiert. Man kann also davon reden, dass in dieser Partei viele Helden sind und dass es Deutschland hilft, dass es der Allgemeinheit hilft, dass es wahrscheinlich auch der ganzen Welt, der Allgemeinheit auf der ganzen Welt hilft. Aus diesem Grund unterstütze ich die AfD mit dem Kanal. Wenn aber jetzt die AfD was Schlechtes machen würde oder ich das nicht mehr unterstützen könnte, dann würde ich sofort zu Sarah Wagenknecht wechseln, wenn das was Besseres wäre. Also mich hält an der Partei nichts, außer meine Überzeugung. Ich bin in keiner Weise abhängig von der AfD. Ich halte es nur für sinnvoll, diese Partei offen zu unterstützen, weil sie tatsächlich auch in der Praxis was bewegen kann, wohingegen es nicht hilft zu sagen, ja, die AfD ist auch nur gelenkte Opposition, sie bewegt sowieso nichts. Das hilft der Regierung, weil wenn man nicht wählt, dann hilft man immer der Regierung. Das ist meine Meinung. Was hat jetzt Sarah Wagenknecht gemacht? Sie hat also die richtigen Positionen vertreten, aber ihre Informationspolitik war spärlich. Zu Israel hat sie die wichtigen Fragen nicht gestellt. Und die wichtige Frage ist die, wie kann es sein, dass ein 270 Millionen teurer Grenzzaun, also kein Zaun, sondern die modernste Grenzanlage der Welt, nicht besonders lang, nicht besonders groß, unendlich teuer, KI-gestützt, ultramodern, genau geschaffen, sowas zu verhindern, wie kann es sein, dass diese Mauer erstmal eingerissen wird und dann 4 bis 5 Stunden keine Soldaten ausrücken? Und es gibt israelische Soldaten, eine Soldatin, die sagt in einem Video, selbst wenn eine Ziege nur in die Nähe des Grenzzauns gekommen wäre, also wir reden hier von Tieren, hätte das einen Großeinsatz ausgelöst. Diese KI-gesteuerte Mauer, sie erkennt Tiere. Wenn sich eine Schlange der Mauer nähert, dann funktioniert die Selbstschussanlage nicht, weil die KI erkennt, okay, das ist eine Schlange. Also mit so einer Grenzanlage haben wir es zu tun. Wir haben hier 40 Meter tiefe Mauern in die Erde getrieben. Wir haben Radaranlagen. Wir haben also ein Raketenabwehrsystem. Und wenn solch eine Grenzanlage überwunden wird, also nicht nur, dass sie eingerissen wird, sondern dass 4 bis 5 Stunden lang keine Soldaten ausrücken, das muss aus meiner Sicht dringend in den Mittelpunkt gerückt werden. Und auch muss in den Mittelpunkt gerückt werden, dass die Hamas der jetzigen Regierung in die Hände spielt. Warum ist das so? Solange es die Hamas gibt, kann die israelische Regierung glaubhaft vertreten, ja, wir können keine Staatsgründung zulassen, wir können keinen palästinensischen Staat tolerieren, weil wenn die Hamas, wenn die an die Macht kommen, das wäre für uns unzumutbar, es ist eine Terrororganisation. Es ist offensichtlich, dass die Hamas keine militärischen Ziele getroffen hat, sondern nur maximal provoziert hat. Also es ist vollkommen klar, diesen Hamas-Leuten war vollkommen klar, bei dem, was sie machen, es wird eine Reaktion Israels geben. Und was geht klar daraus hervor? Sie werden natürlich Gaza bombardieren. Und vor allen Dingen, dann ist es der Welt vermittelbar. Wenn man solche Taten begeht, dann ist der Welt vielleicht widerwillig, stimmen die Leute zu oder die finden es vielleicht nicht gut. Aber so ist der Welt vermittelbar, dass man Gaza großflächig angreift, was man eigentlich ja schon immer wollte. Was aber sonst nicht gegangen wäre. Das heißt, hier stellen sich Fragen. Es ist immer die Frage zu stellen, wer profitiert. Und die Regierung Netanyahu, das sind nicht die Zivilisten, die umgekommen sind. Das ist nicht das Gleiche. Es erfolgt immer die Vereinfachung, Israel gleich Zivilisten gleich Regierung. Aber diese Leute sind nicht dasselbe und sie haben nicht dieselben Interessen.
sondern die Regierung Netanyahu vor kurzem haben 500.000 Leute dagegen demonstriert. Diese Regierung war stark im Bedrängnis. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Let It Happen on Purpose Vorfall gegeben hat. Wir erinnern uns an die Maine vor Kuba 1899, an Pearl Harbor, den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg der USA. Wir erinnern uns an die Operation Norfolk, die vom Militär geplant war, in Kuba, die nur durch Kennedy verhindert wurde. Dabei ging es darum, dass man Fidel Castro einen Anschlag in die Schuhe schieben wollte, um angreifen zu können. Und diese Dokumente gibt es. Also Operation Norfolk ist keine Fantasie, sondern es ist dokumentiert, Kennedy hat das gestoppt. Und Kennedy wurde später ja umgebracht. Die meisten Leute wissen nicht, dass am 11. September 3 Türme eingestürzt sind und dass in den 3. Turm kein Flugzeug reingeflogen ist. Der Turm auf 72 Stahlsäulen stand, er war trotzdem im freien Fall eingestürzt ist. Und die US-Regierung erst 2007, nachdem er 2004 nicht erwähnt wird, Brand als Ursache angegeben wird, was überhaupt nicht glaubwürdig ist. Und zu allem Überfluss die BBC vor dem Einsturz berichtet hat, dass der Turm einstürzt. Also das ist eigentlich unglaublich, aber diesen Ausschnitt gibt es auch. Es ist ein Verdacht, der stark im Raum steht. Und wo die israelische Regierung aus meiner Sicht dringend einen Nachweis führen muss, wie das passiert ist, wie es jetzt sein konnte, dass das stattgefunden hat. Weil das die Ursache, dass das Blutbads ist. Und dieser Grenzzaun, diese Grenzmauer genau gebaut wurde, um solche Überfälle zu verhindern. Man hat jetzt den Eindruck, diese Grenzmauer dient nur dazu, die Leute zu drangsalieren. Und jetzt hat man einen Vorwand, die Leute rauszuschmeißen, ganz rauszuschmeißen. Wagenknecht hat auch keine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie schlecht es den Palästinensern im Westjordanland geht. Wie viele Leute da auch jetzt schon umgekommen sind durch israelische Übergriffe, durch militante Siedler. Wie überhaupt dort mit den Leuten umgegangen wird. Michael Lüders hat dazu ein eindrückliches Video gemacht. Von Wagenknecht kein Hinweis darauf. Das heißt, die Informationspolitik ist schlecht. Es wird nicht aufgeklärt. Im Grunde, die Leute erfahren nichts Wichtiges von Wagenknecht, den Öffentlich-Rechtlichen. Und damit ist der Auftritt nicht nur sinnlos, sondern auch noch schädlich. Und warum schädlich? Weil Wagenknecht den Medien Legitimität anräumt. Es ist eine Werbung, eine Aufwertung ist. Die Leute, wenn sie Wagenknecht bei Maischberger sehen, dann denken sich die Leute, ja, wir sehen ja jetzt kommt ja Wagenknecht zu Wort. Wir haben ja hier eine Opposition. Es werden ja alle gehört. Also es ist ja vielleicht nicht ganz perfekt. Die AfD wird ausgegrenzt zu sehr, das ist vielleicht nicht okay. Aber Wagenknecht wird ja eingeladen. Und dann stimmt es ja vielleicht, dass die AfD rechtsextrem ist, dass sie unmöglich sind. Wenn jetzt Wagenknecht eingeladen wird und die AfD nicht, dann wird es schon an der AfD liegen. Dann werden die schon irgendwie irgendwelche Gründe haben. Weil Wagenknecht sagt ja im Grunde das, was die AfD auch sagt. Und sie wird eingeladen. Ja, wunderbar. Ist ja alles in Ordnung. Und was Wagenknecht auch noch macht, sie diffamiert massiv die AfD auf subtile und sehr wirksame Art und Weise. Sie arbeitet gezielt mit den typischen Propagandastrategien der Öffentlich-Rechtlichen. Und zwar mit Suggestionen. Herr Lucke und Herr Henkel, die mal die AfD gegründet haben, werden sich wahrscheinlich heute nicht mehr im Spiel angucken können dafür, was sie da tatsächlich jetzt an einer Partei oder was aus dieser Partei geworden ist. Ja. Sie sagt, wenn jetzt Henkel und Lucke gewusst hätten, wohin sich die Partei entwickelt, dann fänden sie das ganz schlimm. Und es ist sozusagen, die AfD hat sich in eine unmögliche Richtung entwickelt. Dabei sind Henkel und Lucke Leute, die positionell, gerade was die Sozialpolitik angeht, am weitesten von Wagenknecht entfernt sind. Und tatsächlich sie Höcke am nächsten ist. Man sollte doch irgendwie darüber reden, warum in Thüringen zum Beispiel so viele Menschen eine Partei wählen, an deren Spitze in Thüringen wirklich ein Rechtsradikaler ist. Und aus meiner Sicht, das ist Rufmord. Es ist nichts anderes als Rufmord. Höcke hat gerade in einem Video klargestellt, dass er mit Adolf Hitler oder mit irgendwelchen Diktatoren nichts zu tun hat. Das heißt, er wehrt sich ganz klar gegen den Vorwurf, ein Nazi zu sein. Die Boulevardzeitung mit dem Tribut Buchstaben hat es im Augenblick auch wieder ziemlich stark auf mich abgesehen. Wenn ihr oft Busfahrt oder Zugfahrt, habt ihr vielleicht schon mal einen Konterfei gesehen an der Bushaltestelle oder am Bahnhof. Da bin ich, also mein Gesicht, mit einem stilisierten Hitlerbärtchen abgedrückt und abgebildet. Das ist in zweifacher Art und Weise verwerflich. Erstens relativiert die Boulevardzeitung mit den vier großen Buchstaben damit die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist hochdümmlich. Es ist hochdümmlich und es ist verwerflich, einen Patrioten, uns Patrioten, zu Nazis zu stempeln. Wir sind, gerade weil wir Patrioten sind, keine Nazis. Und wo kommen wir dahin? Dann kann man ja zu jedem sagen, könnte man sagen, du bist das und das, du bist ein Verbrecher, du bist ein Dämon, du bist das Allerschlimmste.
Und das ist im Alltagsleben Beleidigung strafbar. Also wenn man andere beleidigt, Rufmord begeht, dann geht man dafür im Zweifel sogar ins Gefängnis. Es ist aus meiner Sicht moralisch hochgradig verwerflich. Es geschieht hier unter dem Deckel der Meinungsfreiheit und die Meinungsfreiheit wird hier aus meiner Sicht missbraucht für Rufmord. Und es geschieht auch so nebenbei, dadurch ist es besonders wirksam. Also diese beiden Auslassungen über die AfD, sie fallen so subtil nebenbei, als wäre es die größte Selbstverständlichkeit für Wagenknecht. Und für alle wäre es die größte Selbstverständlichkeit. Und das ist bei Propaganda ganz wichtig. Das ist, dass man das Gefühl hat, dass der Zuschauer das Gefühl hat, es ist für die Leute selbstverständlich, sie denken da gar nicht drüber nach. Die Diffamierung von Höcke, das ist hochgradig wirksam und darf aus meiner Sicht nicht unterschätzt werden. Es ist in den Umfragen so, dass die AfD im Moment stagniert. Es geht nicht mehr weiter bergauf und aus meiner Sicht diese Aussagen von Wagenknecht, sie haben eine Art Grundzeugenstatus, ähnlich wie bei Meuthen. Das heißt, wenn jetzt die öffentlich-rechtlichen Zuschauer das sehen, die nicht YouTube konsumieren, die das nur mal nebenbei angucken und für Internet keine Zeit haben und auch keine Lust haben, die denken, sie sind informiert, wenn sie das sehen, sie werden nachhaltig von der AfD abgeschreckt. Weil dieses Framing, diese Propaganda, die sitzt. Es ist eine effektive Propaganda und wird den Status quo zementieren. Das heißt, die jetzigen 22%, sie werden vielleicht bei der AfD bleiben, aber es wird jetzt schwieriger, die Leute, die das gesehen haben, rüberzuholen. Also es ist ähnlich schlimm wie damals bei Meuthen, der auch als eine Art Kronzeuge die Ost-AfD negativ geframed hat und damit die ganze AfD, den Ruf der ganzen AfD ruiniert hat. Und das heißt, die Leute, die vielleicht schon medienkritisch waren, sie werden ruhig gestellt. Wagenknecht ist ja da, sie vertritt die richtigen Positionen und die AfD wird nicht eingeladen, weil sie halt zu unmöglich ist. Weil die AfD im Osten rechtsextrem ist, weil Höcke rechtsextrem ist und dem darf man keine Plattform bieten. Und wirklich perfide ist dieses Statement mit Lucke und Henkel. Weil Lucke und Henkel vielleicht entsetzt sind, aber auf eine ganz andere Weise als Wagenknecht es hier suggeriert. Und sie weiß ganz genau, was sie hier suggeriert. Dass sozusagen Henkel und Lucke in Ordnung waren, dabei ist es anders. Henkel und Lucke sind in Opposition zu den Wagenknecht-Positionen. Und jetzt mag man sich ja vielleicht beruhigen, ja okay, ja gut, dann Wagenknecht, sie macht das halt, sie verdrängt die AfD, sie bekämpft sie, aber immerhin sie vertritt ja die richtigen Positionen. Und ob es jetzt die AfD oder Wagenknecht macht, ist ja dann im Endeffekt egal. Aber aus meiner Sicht ist das hochgradig gefährlich, weil vielleicht Wagenknecht allein als Person diese Position vertreten kann. Aber was ist das für eine Organisation, was ist das für eine Partei, was für Leute sind da? Also wenn man sich gerade Leute wie Ali anguckt oder andere, es ist hochfraglich, ob das funktioniert. Und aus meiner Sicht ist es hochgradig moralisch verwerflich, sich so in den Mittelpunkt zu stellen auf Kosten anderer. Weil es ist vollkommen klar, dass die Diffamierung der AfD, dass das die Eintrittskarte in die Sendung ist. Weil aus meiner Sicht, es gibt keinen anderen Grund, warum Wagenknecht eingeladen wird und die AfD nicht. Sondern sie erfüllt hier einen Dienst. Sie macht die jetzige existente Opposition kaputt, redet sie schlecht, dämonisiert sie, sodass sie schwach gehalten wird, bedeutet sie nicht wählen. Und es fraglich ist, ob ihre eigene Partei das überhaupt ersetzt. Das heißt, die jetzige Opposition, sie wird kaputt gemacht, sie wird klein gehalten und es gibt im Zweifel keinen Ersatz. Es wird dann vielleicht nicht funktionieren, weil man muss sich daran erinnern, dass die AfD jetzt nach 10 Jahren professionalisiert ist. Sie mit dem Druck von außen umgehen kann. Und wahrscheinlich die Medienvertreter oder mögliche Geheimdienstleute im Hintergrund, sie spekulieren darauf, dass die Wagenknecht-Leute, dass sie mit echtem Druck gar nicht umgehen können. Dass dann ihre Partei geframed wird, sie richtig attackiert wird, was Sarah Wagenknecht vielleicht noch gar nicht kennt, wie das ist. Die AfD-Leute kennen das genau, sie sind professionalisiert. Und es funktioniert nicht mehr. Und jetzt kommt Wagenknecht, sie macht die AfD kaputt, macht effektivste Propaganda gegen die AfD, hält sie klein, setzt eine möglicherweise schwache Organisation dagegen, die dann zerschlagen werden kann. Und am Ende ist Zeit gewonnen, es können schärfere Gesetze durchgesetzt werden, die Opposition effektiver bekämpfen. Also vielleicht wird dann noch die Reichweite im Internet eingeschränkt mit neuen Gesetzen und so weiter und so fort. Und vielleicht haben dann auch die Leute das Heizungsgesetz vergessen oder andere Vorfälle vergessen, die sie jetzt aufregen und die sie jetzt möglicherweise dazu bringen, den Öffentlich-Rechtlichen den Rücken zu kehren und sich bei YouTube zu informieren über die AfD. Sie hält effektiv die Leute davon ab, ins Internet zu gehen, indem sie suggeriert, ja hier, das Öffentlich-Rechtliche ist okay, ich kann da auftreten, ich darf hier meine Meinung vertreten. Und was ich sage, ist alles Wichtige, was ihr wissen müsst. Es gibt nicht wichtige Hintergründe, die ich jetzt hier nicht erzähle, die man beachten müsste, über die man sich informieren müsste.
sondern ja, es reicht jetzt. Ihr habt jetzt genug gesehen, ihr habt mich gesehen, ihr könnt mich wählen und das war's. Aus meiner Sicht muss man das Bündnis Sahra Wagenknecht bekämpfen, weil es dem Ziel entgegensteht, die Leute von den großen Medien wegzubringen. Und erst wenn es gelingt, die Leute von den großen Medien wegzubringen, dann kann sich nachhaltig wirklich was verändern in Deutschland. Und so ein fauler Kompromiss, irgendwie zu versuchen, in die Medien zu kommen, Wagenknecht wird einfach nur instrumentalisiert. Man kann nur spekulieren, sie hält sich vielleicht für schlau, aber aus meiner Sicht, sie ist ein reines Instrument, sie wird benutzt. Entweder merkt sie es nicht, oder wenn sie es merkt, ist es noch schlimmer. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.